So, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Mittlerweile ist es, ja, 9:30 Uhr morgens. Und was macht man dann erstmal? Ein Knoppers essen! Nein. Raimund bzw. Asa wollte uns sagen, was er denn zu unseren, Dingsbums-Ergebnissen sagt. Auch zu unseren Autopsie-Ergebnissen. Leider wollte er letzte Nacht nicht mit mir reden. Gut, versuche ich es jetzt nochmal. Er will mit mir reden. Endlich seid ihr hier. Juhu! Hört zu. Ich habe unumstößliche Beweise. Kalkstein hat mit Boxfleisch zusammengearbeitet. Aha. Was machen wir mit dieser Information? Wir stellen ihm eine Falle. Auch wenn das gefährlich sein kann. Holt eure Ausrüstung und kommt dann wieder. Okay. In Ordnung. Ja? Boxfleisch ist nicht schuld und Kaltstein auch nicht, das wissen wir. Der Kerl will intrigieren, genau das will er. Ich bin bereit für Boxfleisch. Da müsste ich aber, ja, also tun, als wenn Boxfleisch eliminiert werden würde, genau. Ich bin bereit für Boxfleisch. Gut. Er ist der Anführer vom bewaffneten Arm der Salamander. Ja, natürlich. Das wird nicht leicht. Aber ich werde es versuchen. Gut. Ich werde Raimund erzählen, dass ich Boxfleisch getötet habe. Kann ich das jetzt schon? Ja? Ja. Gute Neuigkeiten. Ihr werdet euch freuen. Wie glaubwürdig, ihr stand die ganze Zeit hier. Ihr habt Boxfleisch getötet? Der belästigt uns nicht mehr. Aber das ist es nicht. Wir kriegen Yavet bald. Eure Familie wird endlich gerecht werden. Wie lautet euer Plan? Ich wollte mich eigentlich allein darum kümmern, aber wenn ihr mir helfen wollt... Natürlich will ich das. Immerhin bezahlt ihr mich. Außerdem sind wir jetzt... Ja, du scheiß Lügner. Ja. Freunde, da wir Boxfleisch ausgeschaltet und Yavet damit die Zähne gezogen haben, können wir jetzt ausnutzen, was er und Kalkstein sich so sehr wünschen. Und das den wäre... Turm. Die Geheimnisse, die in dem Turm im Sumpf verborgen sind. Ich kann ihn öffnen und möchte, dass ihr etwas tut. Genau, komm dahin. Natürlich. Was? Begleitet mich in den Sumpf. Wenn ich den Turm öffne, holt ihr die geheimen Bücher und versteckt sie für mich. Wie wir ihn an der Nase herumführen, ist so geil. Sie dürfen nicht in die Hände fallen. Alles klar. Wann gehen wir? Jetzt. Wir müssen sicherstellen, was in dem Turm verborgen ist. All die Bücher und Schriftrollen sind Köder für unsere Zielperson. Ja. Fehlt nur eins. Ich muss noch die Turmtür öffnen. Fehlt eine Sephira. Dieser Stein ist der Schlüssel zum Turm. Ah. Jedenfalls ein Teil des Schlüssels. Sorgt ihr nur dafür, dass sich Kalkstein wie vereinbart dafür interessiert. Jetzt haben wir alle 10 Sephira. Jetzt muss ich mich damit darauf vorbereiten, dass ich mit Asa, Yavet einen Kampf vor mir habe. Wahrscheinlich wird es so sein. Er weiß nicht, er rechnet nicht damit, dass wir ihn konfrontieren werden mit unseren Ergebnissen. Und deswegen haben wir einen Vorteil. Wir werden jetzt erstmal nochmal mit Kalkstein reden. Ich verzichte jetzt mal darauf, Boxfleisch Bescheid zu sagen. Der Kerl ist tough genug. Außerdem denkt Asa ja eh, dass er tot ist, von daher. Kalkstein! Ich hab alle Sephira! Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Bist du irgendwie immer? Okay. Bis dann. Du willst anscheinend nicht mit mir reden. Mysteriöser Turm. Ich muss die Sephira auf den Monolith platzieren. Ich muss mich auf die Konfrontation mit Asa vorbereiten. Ja, was soll ich denn da groß machen? Ich habe eigentlich alles. War hier nicht irgendwo ein Portal? Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Kalksteins Bude ausräumen. Nierenfett. Holztruhe. Was hast du da drin? Na, immerhin was für Tränke. Nicht schlecht. Gut. Hier ist noch was.
Grundlagen der Alchemie habe ich scheinbar schon gelesen. Aber ich nehme es trotzdem mit. Kann man verkaufen. Ja, gut. Dann werde ich jetzt hier weggehen. Tschüss, Kalkstein. Ich werde mich jetzt darauf vorbereiten, Azayave zu besiegen. Endgültig! Er ist für so viel verantwortlich. Die Hexergeheimnisse. Leo ist tot. Das werde ich ihm niemals verzeihen. Niemals. Ich werde sterben. Eigentlich brauche ich auch keine anderen Tränke mehr. Ich habe alles. Ich hab mal geguckt hier. Ich habe noch einen Donnertrank. Das reicht. Ein Katzetrank. Schneesturm. Waldkauz zweimal. Und zweimal Schwalbe. Dann geh doch schlafen, du Idiot. Oder vögel nicht immer bis nachts um 4 Uhr rum. Ja, ganz genau. Ich habe dich gesehen. Mit deiner Mutter. Ups. Wo ist der Fair-Typ? Da hinten. Und er unterhält sich mit dem Kaufmann. Nee. Er hat ihm den Rücken zugewandt. Ja, komm, bring mich rüber. Das kenne ich schon. Jetzt. Fertig. So, jetzt wird's spannend. Das Einzige, was wir noch machen müssen, bevor wir Azayave treffen können, im wahrsten Sinne des Wortes, unser Stiefel hat ja noch eine Verabredung mit seinem Arsch. Ich werde jetzt diese Vierer in die verschiedenen Monolithen legen. Und so öffnen wir dann letztendlich den Turm. Wenn nicht unser größter Feind der Ladebalken wieder dazwischen stehen würde. So. Ein neuer Kunde kommt an Bord. Dann gucken wir uns doch mal an, wo diese ganzen Dinger sind. Also wir haben Tongruben, Lagerfeuer, bla. Hier ist ein Obelisk. Da ist ein Obelisk. Wir gehen als erstes mal ins Dorf der Ziegelbrenner. Bah, bah, bah. Alte Bekannte. Bah. Nein. Ich mag euch immer noch nicht, Ziegelbrenner. Besonders nicht diesen komischen Ziegelbrenner. Der hat ein bisschen zu oft dieses Ziegelspiel gespielt. Da vorne. Der Jesat-Obelisk. Wo haben wir das? Hier. Eine Sephira, die das Fundament symbolisiert. Sephira und Obelisk. Ja. Die alten Zauber funktionieren. Jetzt geht eine Säule zum Himmel. Eine Säule voller Magie. Wo ist das nächste? Da ist ein Obelisk. Da ist ein Obelisk. Da ist ein Obelisk. Ich gehe jetzt zum Tipperad-Obelisk. Ich glaube, dieser Weg ist der richtige. Oh, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich das auch einsammeln. Ein Blutzwigger. Noch ein Blutzwigger. Hölle! Verdammt, das ging wieder in die Hose. Ah, ich glaube, da hat man gerade die neue Schlagkombo gesehen. Oh. Oder gab es sie schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Boom. Gut. Ah, da ist ja noch einer. Weg! Wieder zu spät. Oh Mann, Geralt, du bist echt zu langsam. Oder ich bin zu langsam. Sind wir nicht alle ein bisschen langsam? Wieso müsst ihr mich eigentlich immer so nerven? Ein Erfahrungspunkt. Ah, da ist der Obelisk. Es wäre nicht ratsam, ihn in dieser Pose zu töten.
Glaube ich jedenfalls. Wow! Jetzt hat's geklappt. Und der Ertrunkene stirbt natürlich sofort. Die müssen ziemlich wenig Leben haben. So. Gut, dann werde ich jetzt mal den Tipperad-Obelisken. Hallo? Nö. Jetzt reicht's mir. Darauf habe ich keine Lust. Eine Sephira, die Mitgefühl und Schönheit symbolisiert. Die alten Zauber funktionieren. Mann. Scheiß Moorleichen.